Hallöchen, ihr zuckersüßen Dinos und herzlich willkommen zum heutigen Stream. Ich bin Sari und ich bin heute ein bisschen spät dran. Und wir spielen heute Kena Bridge of Spirits. Tatsächlich, einen Moment, ich hole noch eben meinen Controller. Tatsächlich ist es so, dass ich so viel noch an Hintergrundsachen gearbeitet habe, dass ich völlig die Zeit vergessen habe und mir jetzt gerade beim auf die Uhr gucken dachte, ach du heilige Hopplala. Ja gut, wie auch immer, wir kümmern uns heute um vermutlich das große Finale von Kena. Wir hätten das vermutlich auch beim letzten Mal beenden können, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, ich werde müde, ich werde hungrig, ich werde ein bisschen hart salty. Dachte mir, also salty müssen wir das Spiel jetzt echt nicht zu Ende bringen. Deswegen machen wir das dieses Mal. Wir stehen bereits vor dem Portal, durch das wir hindurchgehen müssen. Und wir haben... Hallo? Controller? Ja. Und wir haben Taros Maske, haben wir abgeschlossen. Adiras Maske haben wir. Und jetzt wollen wir noch Toshis Maske holen. Ihr seht, uns fehlt noch die ganz linke Erinnerung. Und die sind wir gerade dabei, uns zu holen. Jetzt muss ich mich nur wieder dran erinnern. Wie ging jetzt der Dash? Moment, da stand's gerade. Spurt. So ging der. So, auf die Steuerung komme ich bestimmt gleich wieder klar. Alles gut soweit. Und ja, wir sind gerade in der Geisterwelt unterwegs. Deswegen ist es ein bisschen düsterer als sonst. Aber nichtsdestotrotz ist dieses Spiel immer noch wunderschön. Holy shit. So... Also, hier möchten wir natürlich auch rüber. Wir können nicht in der Luft dashen. Das war mein Fehler. Hupsi. Okay. Versuch Nummer 2. Das war minimalst laggy. Aber okay. Hat sich gefangen. So. Okay, jetzt nochmal. Ich ging davon aus, dass wir in der Luft auch dashen können. Aber das können wir nicht. Deswegen springen wir einfach so darüber. So. Alle, hopp. Easy. So. Toshi, wir sind gekommen, um dich zu holen. Und anschließend möchten wir gerne zu diesem Bergschrein hier gehen. Der Bergschrein ist das, worauf wir es eigentlich abgesehen hatten, was uns eigentlich überhaupt erst hierher gebracht hat. Und dort, an dessen Fuße, haben wir das Dorf getroffen, das offensichtlich unsere Hilfe benötigt. Und wer wären wir denn, das nicht wahrzunehmen? Entschuldigung. Das war die falsche Taste. Und zack. Und zack. Und noch einer. Das war wahrscheinlich der letzte. Nee, da ist noch einer. Jetzt haben wir alle 4. Gut. Kleinen Secret mitgenommen. Nehmen wir. Und weiter geht's. Ich hoffe, mein Streaming-Programm sieht ein bisschen aus, als ob es ruckelt. Ich hoffe, das ist bei euch nicht der Fall. Wenn doch, gebt gerne Bescheid. Weil das muss natürlich nicht sein. Hallo, ihr zwei. Einmal. Und zweimal. Das lief doch eigentlich ganz gut. Steuerung kann ich. Hust. Oh, warte. Euch möchten wir kaputt machen, ehe ihr uns erreicht. Die können jetzt dodgen. Krass. Und zack. Und mehr Bombis. So. Rottis, übernehmt das mal, kleine Knubbis. Und wir prügeln mal kurz auf euch hier ein. Einmal. Zweimal. Und du bist jetzt mal wieder ein größerer. Moment, machen wir mal ein bisschen Abstand. Bombe. Und zack. Dann rotten wir auch hier die Verderbnis aus. Aha, ausrotten, versteht ihr? Wir mit den Rotz zusammenarbeiten. Also Rotz ist ihr offizieller Name. Wir bleiben natürlich bei Knubbi. Hallöchen, Rigmo. Miau. Einer von uns. Einer von uns.
Einer von uns! Ich habe gerade noch gewartet, ob die Nachricht vorgelesen wird, aber scheinbar nicht. Tut mir leid. Einer von uns oder so. Willkommen, willkommen. Und schön, dass du dich entschieden hast, einen weiteren Monat Teil des Rudels zu sein. So, wo möchten wir hin? Wir möchten erstmal darüber, würde ich sagen. Ich hoffe, das wird jetzt zeitlich noch reichen. Aber wenn nicht, der hier scheint festzustehen. Aber ich habe noch keinen Countdown, das heißt, wir gehen hier rüber. Flop. So, dann dashen wir hier durch. Jetzt müssten wir hier oben angelangt sein. Oder irgendwo anders. Okay. Können wir euch hier wegspringen? Ja. Und hä? Aber wo jetzt hin? Jetzt hier rüber? Dann darüber? Oh Gott. Nein, der war zu kurz. Alter. Okay, Jump and Run Action incoming. Wir lassen das mal eben wieder zurücksetzen. Und jetzt beginnen wir wieder von vorn. Also. Einmal. Und zweimal. Hier rüberspringen. Und darüber springen. Dich abschießen. Dich abschießen. Einmal. Zweimal. Jawohl. Und jetzt holen wir uns Nummer 3. Und zack. Und dahin. Komm, triff die Blume. Jawohl. Puh, Zeitlupe-Action. Bist du schon aufgeregt wegen Samstag? Oder lieber nicht dran erinnern? Was? Ich bin die Ruhe selbst wegen Samstag. Wir können nur noch langsam laufen, deswegen sieht das gerade nicht so beeindruckend aus. Aber ich bin gerade die ganze Zeit so. Deswegen bin ich gerade auch ein bisschen spät dran. Ich habe gerade eben noch an Szenen und so weiter gearbeitet, die ich am Samstag benötigen werde. Und habe darüber vollkommen die Zeit vergessen. Ich war so tief im Arbeiten drin, das hätte ich nicht zufällig jetzt gerade auf die Uhr geguckt, hätte ich das wahrscheinlich noch nicht bemerkt. Oh. Durch dich müssen wir erst durchdashen, bevor wir dir Schaden machen können. Das war der Falsche. Das war daneben. Zum Glück macht das auch den anderen Schaden, sodass es nicht schlimm ist, wenn wir ihn hier verfehlen. Haben wir gerade keinen Dash mehr übrig? Sag mal. Kann doch nicht sein, dass wir den so gar nicht treffen. Oh. Jetzt haben wir ihn. Okay. Dann können wir uns jetzt erstmal um die anderen kümmern. Nicht, dass er jetzt weniger gefährlich wäre, aber... Aua. Irgendwie, weiß nicht, muss das so seine Reihenfolge haben. Wir heilen uns mal ganz kurz. Das war die falsche Taste, das war nicht ausweichen. Okay, einer weniger. Ich gucke auch gleich wieder in den Chat. So, ich sehe die Nachricht aufploppen, aber ich habe gerade nicht die Muße, sie zu lesen. B war ausweichen. Das war schon wieder die falsche Taste. Mein Gott, egal. Dann kämpfen wir halt so. Hauptsache am Ende ist alles tot. Ich habe mich nur 2 oder 4 Mal verklickt. So, wir brauchen einmal kurz die Heilung. Und retten das Land vor der Verderbnis. Nur minimal excited, ich merke es. Ja, es ist zwar mein 2. 12-Stunden-Stream, aber sagen wir es so, dadurch, dass es mein einjähriges Jubiläum ist, habe ich halt so 1, 2 Sachen geplant. Also eigentlich habe ich nur eine Sache oder 2. Aha. These tools look like the ones he carries. Okay. Ich habe nicht erwartet, dass sie plötzlich mit Reden anfängt. Ja, ich habe so 1, 2 Sachen geplant und
bin da ein bisschen excited und vertieft mich da auch gerade ein bisschen in die Arbeit rein. So, jetzt aber erstmal ganz kurz zu Toshi und seiner letzten Erinnerung. The mask I craft only helps the spirit who has loved us. Your duty is to the people who remain. I'm afraid the burden of a village leader grows heavier with time. Okay. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Natürlich wiegt die Bürde eines Dorfvorstehers sehr schwer, wenn du weißt, dass wir gerade in Zeiten sind, in denen sehr viel Schreckliches auch passiert. Also so in Zeiten des Umbruchs quasi. Das ist nicht leicht. Das kann ich völlig nachvollziehen. Das ist eine Bürde, die ich nicht zu tragen gewillt wäre. So, haben wir hier sonst noch irgendwas zu tun? Ah, guck mal, da unten sind wir eben lang gegangen. Okay, schaffen wir von hier aus das Portal? Nee. Ah, natürlich, Bombe runterwerfen. Moment. Und ja, ich möchte nicht spoilern, was ich geplant habe. So, hier durchdashen. Und hier auch. Das war leicht. Deswegen genießen wir jetzt einfach das Spiel und erfreuen uns daran. Und entspannen uns ein bisschen. Und dann, danach kann ich mich wieder voll in die Arbeit stürzen. So, ein weiterer Teleportpunkt freigeschaltet. Und na, wenn das nicht nach Fight aussieht, dann weiß ich ja auch nicht. Okay. Wir fighten noch nicht. Erst einmal holen wir ein paar Rauchgefäße. Und sagen ihm, bring die mal bitte, falsche Taste, hier hin. Entschuldigung, immer wenn ich X lese, denke ich an den PlayStation-Controller und drück A. Huch. Hey, lass mal bitte unser Räucherwerk hier zufrieden. Das steht da schon aus einem Grund. So, dann das nächste. Bringen wir hier rüber. Einmal zurücklehnen. So. Quietsch, quietsch. Hört ihr das Quietschen von dem Mikrofonständer eigentlich? Ich musste mal ein bisschen einölen. Aber ich habe Angst, dass mir dann ständig das Mikro wegklappt. So. Dachte ich schon, dass ich nichts spoilern will. Ja, ansonsten hätte ich schon 3 Stunden darüber geredet. Keine Sorge. Ist viel spannender für alle. Oh ja. Ich meine, das Einzige, was ich bisher gespoilert habe, das steht ja auch so im Plan, ist, dass ich dabei bin, ein Best-of ein Jahr Tari zu schneidern. Zu schneidern vor allen Dingen. Zu schneiden. Und dass Violet KK und ich gemeinsam darauf reagieren werden. Ich habe extra sie eingeladen, weil ich weiß, dass Reacts ohne Kamera nicht unbedingt so spannend sind. Und vor allen Dingen ist sie meine beste Freundin. Wir haben gemeinsam oder fast gemeinsam angefangen zu streamen. Da bietet sich das irgendwie an, nochmal nach so ungefähr einem Jahr zu rekapitulieren. Was haben wir da eigentlich alles für Blödsinn gemacht? So. Okay, was machen wir jetzt mit diesen schönen Räucherstäbchen? Stehen die da falsch? Oh, wir müssen das richtige Räucherwerkzeug zur richtigen Maske bringen, kann das sein? Oder ist das jedes Mal dieselbe Maske? Nee, also das auf dem Räucherwerkzeug ist definitiv eine andere. Warte mal. Die stehen alle falsch. Okay. Du gehörst dahin. Kann ich eigentlich zweimal gleichzeitig meine Knubbis verwenden? Nee, dann lassen sie den stehen, okay. Du gehörst hierhin.
Oder meinst du, er leuchtet so, weil die beiden schon richtig sind? Nein, kann ja gar nicht sein. Der hier steht ja definitiv falsch. So, und jetzt nehmen wir den hier. Der gehört nämlich definitiv hier zu der Maske hin. Zack. Ja, Knubbis, arbeitet für mich und arbeitet schneller. Wie sie sich alle gegenseitig anfeuern. Los, los, ihr schafft das. Ja. Jetzt leuchtet es auch richtig. So, du siehst, glaube ich, genauso aus wie das da. Jawohl. Und jetzt noch die letzte. Einer von uns. Einer von uns. Einer von uns. Hallöchen, Walking Dead. Dankeschön für dein Sub. Dankeschön, dass auch du dich entschieden hast, einen weiteren Monat einer von uns zu sein. Knubbis sind einfach die besseren Minions. Oh ja, sie sind sowas von süß. Vor allen Dingen noch der mit dem angefressenen Pumpkin. Hören, arbeite mit mir und nicht gegen mich. Pumpkin heißt... Wieso komme ich denn gerade nicht auf das Wort? Was heißt denn Pumpkin auf Deutsch? Ich bin ja gerade furchtbar. Kürbis. Danke, Rigmo. Alter, ich war gerade ungelogen, ne? Ein Einblick in Zaris Hirn. Was heißt Pumpkin auf Deutsch? Kartoffel. Nein, nicht Kartoffel. Was anderes. Kartoffel. Nein, es ist nicht Kartoffel. Okay, warte. Ich kann das. Warte, warte. Kartoffel. Hirn, please. Warum? So, in Ordnung. Können wir jetzt hier irgendwo einen Bossfight triggern? Oh. Erahnt noch jemand einen Bossfight? Oh, Walking Dead. Die neuen Emotes, die sind so unfassbar süß, ne? Ich dachte, das wären Follower-Emotes, aber jetzt, wo ich den bei mir sehe, ist das ja ein neuer, richtiger Emote. Meine Güte, sind die niedlich! Ich hab's dir so auf Discord gesagt, aber Gott, sind die süß. Okay. Bossfight. Hi! Ich habe nur ein bisschen Angst. Hallo. Oh, er ist ein Magier. Ein Maskenmacher. Au. Au. Okay. Dark Souls Mode incoming. Ich versuche bereits auszuweichen, ein bisschen. Okay, das heißt, er hat jetzt auch hier die bösen Masken gemacht. Die wehren sich ja gar nicht. Aua. Aua. Ich hab doch schon Au gesagt. Warte, wir heilen uns mal ganz kurz. Ich habe gerade keine Bombe. Warum darf ich gerade keine Bombe werfen? Jetzt. Au. Okay, okay, okay. Okay. Das war zu weit. Ich bin es nicht so unbedingt gewohnt, mit Controller-Steuerung zu arbeiten. Jetzt hör doch auf, dich immer zu wegzuporten. Wie soll ich denn da dein Angriffsmuster lernen, hä? Aua. Aua. Das ist... Der Typ ist nicht lustig. Okay, wir dürfen uns nochmal heilen. Und der portet sich immer weg, die feige Sau. Das sieht aus, als ob ich hier nicht drin sein will. Warte. Kann ich hier durchdashen? Nein, kann ich nicht. Ich möchte hier bitte nicht sein. Au. Nein, dem bin ich ausgewichen. Okay, der mag keine Bomben.
Dann bekämpfen wir dich eben nicht mit Bomben. Ist in Ordnung. Ich kann dich auch so bekämpfen. So, keine Zauber für dich, mein Freund. Dann machen wir mal deine kleinen Viecher hier kaputt. Aua! Hey, das war nicht nett. Oh, jetzt sind wir wieder hier drin. Lass das! Achso, die dürfen da durch, ja? Frech. Aber die Hälfte haben wir schon. So. Entschuldigung, dass ich gerade nicht auf den Chat eingehe. Ich bin ein bisschen konzentriert am Fighten. Komm her, Schweinebucky. Wo bist du? So. Und kurz deine Eddie ist kaputt. Au. Ja, der geht ja eigentlich. Also, ich habe jetzt schon schwierigere Fights gehabt. Puh, der war knapp. Muss ich mich mal kurz selbst loben. So, komm wieder her. Komm her. Wo steckst du? Ja, guck mal, da haben wir ihn ja schon fast. Oh, das war gekontert. Und damit haben wir das dritte Puzzlestück. Toshis Angst. Das heißt, wir können uns jetzt gleich dem Endboss-Kampf Toshi stellen, aber vorher reden wir natürlich nochmal mit dem Dorfältesten und freuen uns über 3 neue Knubbis. 74 haben wir jetzt gefunden von 100. Ein paar sind also noch versteckt. So. Oh Gott, Walking Dead ist schon wieder krank. Was ist los? Ah ja, genau, Magen-Darm, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, ich habe es auf deinem Discord gelesen. Ui, ich wünsche dir gute Besserung. Ich brauche doch meinen Kaffee. Ja, stimmt, da ist Koffein nicht so förderlich. Wobei, bei mir hier ist es immer, bei Magen-Darm gibt es Salzstangen und Cola. Das war immer das Hausmittel von meiner Mutter, hat immer gut geholfen. Wobei ich nicht weiß, ob Cola was für dich ist. Wahrscheinlich ein bisschen zu süß und zu pappig. So, Suro war, glaube ich, dein Name. Was hast du uns noch zu erzählen, alter Mann? I knew Toshi since he was a boy. Watched him grow into a leader. He cared deeply for our people. Losing so many drove him to do terrible things. Armer Kerl. So, ich liebe Cola. Ja dann, also von mir aus hast du die Erlaubnis, dir Salzstangen und Cola zuzulegen. Das musst du. Also, Koffein merke ich nur nicht mehr. Ja, so geht's mir auch. Also letztes Mal haben wir erfahren von Toshis Schicksal, der Angst hatte, der gewaltige Angst hatte um sein Volk. Weil das Volk in seinem Dorf so nach und nach gestorben ist. Die Geisterkraft, die wir bisher in diesem Dorf benutzt haben, ist immer und immer schwächer geworden. Und er hat daraufhin auf dem Berg eine geflügelte Bestie gesehen. Und was machen Menschen, wenn sie Angst haben? Sie hören auf, rational zu denken. Und schieben die Schuld irgendwo anders hin.
sein Plan, um mit seiner Angst umzugehen, war also dieser Bestie die Schuld zu geben. Alles, was im Dorf gerade komisch läuft, muss mit dieser Bestie zusammenhängen. Also ist er ausgezogen, um exakt diese Bestie zu vernichten. Und ich fürchte, damit hat er das ganze Unheil überhaupt erst heraufbeschworen. Und das werden wir jetzt vermutlich herausfinden, ob meine Theorie richtig ist oder nicht. Ja, lag eher vor allem daran, dass ich kaum was gegessen habe. Das schmeckt ganz schön. Ja, das ist wahr. Aber manchmal will der Körper dann auch einfach nichts. Versuch gerade ein bisschen die Gegend noch zu genießen, während wir den Weiterweg suchen und davon ablenken, dass ich den Weiterweg suche. So viele Spoiler. Es tut mir leid, Walking Dead, aber da steht Finale im Titel. Ich könnte natürlich auch einfach sagen, ja, wer bisher nicht nachgeguckt hat und nicht weiß, was es mit dem Spiel auf sich hat, der hat Pech gehabt, aber das wäre ja auch schade. So, meditieren wir ein Stückchen. Das erhöht nicht nur unsere maximalen HP, sondern wir können uns auch nochmal zurückbesinnen auf die schönen Gegenden, die wir bisher gesehen haben. Ich wollte doch Hallo sagen. Siehst du, dann brauchst du dich ja nicht beschweren. Außerdem genießen wir ja gerade einfach nur diese wunderschöne Landschaft. Ach, guck mal, da haben wir es doch gerade erfunden. Wenn du verpasste Streams nachholen willst, da ist ein Link dafür. So, beenden wir unsere Meditation. Und jetzt ziehen wir weiter vermutlich in Richtung Bergschrein, würde ich sagen. Wartet mal, wir können ja auf die Karte gucken. Die Karte sagt, wir müssen hier in die Dorfmitte und im Prinzip müssen wir genau da runter, wo wir jetzt schon mal den Ausblick haben. Da wir allerdings Fallschaden nehmen, können wir hier nicht einfach runterspringen. Nein, Knubbi! Okay, er hat sich wieder hochgeportet. Seht ihr, die Knubbis haben es ausprobiert. Wir können hier leider nicht einfach runterspringen. Das heißt, wir müssten ein Schrittchen zurücklaufen und uns nach unten teleporten. So, Suicide Knubbi. Ja, voll. So, der Warp. Ab ins Dorfzentrum. Dort können wir uns auch nochmal dem Knubbi-Wagen stellen. Vor allen Dingen ihm stellen ist so der falscheste Ausdruck ever. Wir können ihn uns nochmal ansehen und uns hier süße kleine Hütchen kaufen. Wie zum Beispiel Pfannkuchen. Oder ja, diese Maske ist neu. Die können wir jetzt noch einmal kaufen. Die Jägermaske können wir uns noch kaufen. Der Maskenmacher. Der Krieger, aber der ist schon ausverkauft. Okay, das war's. Also ein paar können wir theoretisch noch finden. Kartoffelpumpkin. Den Kartoffelpumpkin, den gibt's hier auch. So, dann gucken wir nochmal auf die Karte. Wir wollen nach Norden. Das ist ein Ticke rechts von uns. Das heißt, wir kommen jetzt tatsächlich an genau den Ort, an dem das Ganze angefangen hat. Unser erstes Abenteuer startete hier. Wir wollten eigentlich nur da durch und dann wurde uns gesagt, wir müssen erst den anderen helfen, bevor wir zum Bergschrein geführt werden können. Your dash allows you to exist briefly in both the physical and spirit realms. Use it to evade attacks or move in quickly against enemies. Jawohl, der Herr. Wir werden uns Ihre Worte zu Herzen nehmen. So. Dann auf zum Bergschrein. Aber jetzt wird's frostig. Frostelig, pustelig. Ganz ursprünglich sollte meine Knubbi-Zeichnung übrigens ein Kartoffelpumpkin auf dem Kopf haben. Ich habe es nur partout nicht hingekriegt, dass das aussieht wie ein Kartoffelpumpkin, wie ein Kürbis. Ich habe es echt nicht hingekriegt.
Ich bin halt leider nicht gut darin, gerade mit so Shading-Effekten und so weiter, das kann ich halt noch gar nicht. Das habe ich nicht gelernt. Und deswegen sieht das immer aus, als hätte das ein 5-Jähriger gezeichnet. Okay, hier gibt es nichts weiter zu erkunden. Aber die Höhle sieht beeindruckend aus. Hallo, die Herren. Wenn dieser Raum mal nicht Bossfight schreit, dann weiß ich ja auch nicht. Erwachen die zwei Statuen da gleich zum Leben? Hallo? Kommen wir in Frieden? Your will is strong, spirit guide. The power of the mountain shrine is mine. I took it to save my people. It's time, Toshi. Let go, and we can restore your home together. You wanna challenge me? Come! Du hast die Macht des Bergschreins genommen, um dein Volk zu retten. Und was ist aus deinem Volk geworden, hä? Ist es gerettet? Was sagst du? Aua. Aua. Okay. Ich widerspreche dir trotzdem. Ich hätte gern ein bisschen Heilung. Danke, Knobbies. Ich drücke jedes Mal die falsche Taste. Ja, steh einfach da und lass dich prügeln. Das ist völlig okay für mich. Au. Da hat er mich einmal gekriegt. Okay. Das lasse ich dir. Vielleicht gönnen wir uns noch mal ganz kurz eine Heilung. Den Schlag gebe ich dir noch mit. Au. Okay. 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 Toshi. Dann heilen wir dich mal. Nein, Knubbies! Danke, Walking Dead. Together, weiter in gute Besserung. The rot are quite powerful. But I have faced them once before. Nein, lass meine Knubbis in Ruhe. Ich warne dich. You may think you know these creatures. Let me show you their true nature. Der hat meine Knubbis geklaut. Das bedeutet Krieg, mein Freund. Das bedeutet Krieg. Niemand klaut meine Knubbis und macht die böse. Okay, wir haben unten links keine Knubbi-Leiste mehr. Keine Knubbis mehr für uns.
Das war ein starker, frostiger Wind, würde ich mal sagen. Hallo. Ich bin gekommen, um meine Knubbis zu holen. Hallo Knobis. Okay, ich muss ihn wohl erstmal an der Hand treffen. Nein. Darf ihn nicht haben. Oh, ich habe das erste Ding weggebracht. Oh. Okay, die Heilpflanze kann ich gerade nicht benutzen. Logischerweise habe ich keine Knobis. Aber was ist der Plan? Das Herz, oder? Das kann sein. Muss ich nur erstmal rankommen. Ah, das ist so eine Rottblume, die Knobbis für mich öffnen müssen. Okay, ich habe irgendwas richtig gemacht. Mit solchen Gegnern brauchst du hier nicht aufwarten. Die sind alle Pillefalle. Oh, ich hatte keine HP mehr. Okay. Also diesen Knubbi-Boss muss ich noch ein bisschen begreifen. Ich glaube, dass wir den im Moment einfach im richtigen Moment andashen müssen. Bei Hauen kann ich ihn offensichtlich nicht. Das prallt ja alles ab. Für ein Thumbnail wäre das Bild ein bisschen zu hell. Ich hoffe, das geht für euch. Ah, können wir den Teil überspringen? Wir haben den ja jetzt gesehen. Jawohl. Okay. Das war falsches Timing. Das war nur drunter durch. Ich habe halt erst überlegt, ob ich die Dinger da kaputt machen muss. Aber ganz habe ich es noch nicht begriffen, was das Spiel gerade möchte, dass ich tue. Das da macht ihm Schaden. Guck mal, jetzt ist auch sein Gesicht von dieser Verderbnis befreit. Hallo Jamesy, schön, dass du da bist. Du kannst dir nicht vorstellen, was gerade passiert ist. Der böse Toshi hat unsere Knubbis geklaut. So, manchmal bringt dieses Dashen halt was, wenn er gerade auch versucht, hoch anzugreifen. Aber wenn ich einfach nur so in ihn reindashe, passiert halt gar nichts. Auch nicht bei dem Herz. Jetzt habe ich das zweite Ding vernichtet. Ich habe trotzdem keine HP mehr. Das ist halt alles ein bisschen belastend. Wann hast du dich durchs Herz gedasht, als er unten war?
Ja, ich versteife mich halt ein bisschen auf diese lilanen Knubbel, die der an seinen Extremitäten hat. Weil das an seinem Handrücken und das an seinem Gesicht sind jetzt abgehauen. Okay. Ein Hit und wir sind down. Oh, er ist der Bombe ausgewichen. Ich habe nicht erwartet, dass er plötzlich sprintet. Ich muss lernen, wie ich gegen diesen Knubbi-Gott vorgehen kann. Irgendwas stimmt damit noch nicht so ganz. Weil manchmal dash ich einfach unter ihm durch und mach gar nichts und manchmal dash ich unter ihm durch und mach ihm gefühlt dreiviertel seiner HP weg. Ich versteh's noch nicht ganz. Na, jetzt, Mädchen! Warum? Ich habe keine Barriere mehr, deswegen bringst du das ständig ab und haut mich zu. Anstrengend. Barriere alle? Das ist immer noch nicht ausweichen. Seht ihr, was ich meine? Manchmal tut ihm das total viel. Die ersten drei Schläge haben ihm super viel Schaden gemacht. Und dann mache ich gar nichts mehr. Ja, jetzt bin ich gleich wieder tot. Das machen wir nochmal. Das macht so alles irgendwie keinen Sinn. Vielleicht ist das auch total simpel und ich stelle mich nur total dumm an. Vielleicht kann ich auch einfach mit dem Bogen auf diese lila Knubbel schießen. Das Herz kann es eigentlich nicht sein, weil das Herz ist immer etwas, das hatten wir jetzt so oft in diesem Spiel, das muss erst von den Knubbis geöffnet werden und dann kann ich das reinigen. Na, guck mal. Guck mal, wie easy das auf einmal geht. Man muss einfach nur den Bogen benutzen. So. Kriegst aufs Maul. Nein. Schon wieder. Ich kann es mir nicht merken. Dass ich da X drücken muss. Und nicht A. So, jetzt haben wir das auch geschafft. War ja easy. Erstmal die Motten raus, weil auf die habe ich gleich keine Zeit mehr. Also auf die zu achten. Aua. So, halten wir den mal kurz auf. Ja, Kamera, ich weiß, du willst zu dem großen Mob rüber. Aua. Jetzt weiß ich doch wieso. Aber wir machen erst die kleinen Mobs. Jetzt voll ins Auge.
ausweichen. Das hat nicht funktioniert. Ah, der hat noch mehr Glitzerdinger. Okay. Immer schön das Gelbe treffen. Problem ist, dass der mir selten den Rücken zudrehen wird. Hui! Okay, Rücken zudrehen lassen wir mal aus, die Idee. Aua, ist ja gut jetzt. Wir bleiben lieber bei der Bombentaktik. Besser. Die ersten Knubbis! Ich rette euch, meine Freunde. Ich weiß noch nicht genau wie, aber ich werde es tun. So, meine lieben Freunde. Die ersten sind gerettet. Erstmal heilen. Ah, wir sind wieder voll geheilt. Okay, sehr nett. Hi. Ist er gerade schneller geworden? So, einer weg. Versuch halt den an seinem Torso zu bekommen. Komm schon. Jawohl. Jetzt ist er langsamer und noch ein. Okay, schön ein Fels nach dem anderen. Oh Gott, bei mir klingelt's. Ich bin sofort wieder bei euch. Dann bin ich wieder. Entschuldigung für die Unterbrechung. DHL, die klingen nur dann, wenn man es nicht erwartet. Ja, wirklich. Zumal mir gestern gesagt wurde, dass mein Paket geliefert wird und jetzt ist es da. Aber hey, Hauptsache es ist da. Batsch, 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 batsch. Dankeschön, James E. Und weiter geht's. Das funktioniert nicht. Zum Glück läuft das Ganze in Zeitlupe. Nein, ich habe verfehlt. Verflucht. Nochmal. Okay, einmal. Zweimal. Dreimal. Honk. Da haben wir sie wieder, die guten alten Honks. So. Komm, zieh mich ran. Okay, wo geht's weiter? Da hinten? Nee. Max Range! Okay. So, dann sprengen wir dich hier auf. Zack. Ich gucke gleich wieder in den Chat. Ich glaube, dass wir hier sehr unter Zeitdruck stehen. So. Komm schon, Blümchen! Komm schon! Was muss ich dann machen? Hallo, hier Chatlog. Schön, dass du da bist.
Wartest du auf das Paket? Kommt zwischen 8 und 16 Uhr tendenziell. Irgendwann mal, vielleicht. Du musst dann einfach seit 2 Stunden musst du wirklich dringend aufs Klo. Und in dem Moment, in dem du dich entscheidest, ach komm, weißt du was, es kommt jetzt sowieso nicht mehr. Jetzt gehe ich aufs Klo. In dem Moment kommt's dann. Ist immer so. So, okay. Jetzt aber. Schön, dass du da bist, Chatlock. Willkommen zum Finale. So. Warum öffnet sich die Blume nicht? Weil wir erst dahin müssen. Und von da aus dann dahin. Zum Glück haben wir Zeitlupenschießen, ey. So. Boah. Oh, das sind viele. Willkommen zurück, meine kleinen Knubbis. Chatlock, stell dir vor, der große böse Endboss hat unsere Knubbis geklaut. Alle. Jeden einzeln. So. Guten Morgen, Herr Boss. Phase 3. Das sieht ungünstig aus. Was ist der Plan? Was ist der Plan? Halt! Jetzt lass mich doch erstmal gucken! Er hat keine Verderbnis mehr übrig. Okay, wir müssen erstmal fighten. So. Mein Gott, die blöden Motten. Aus der Bahn. Hi, du auch hier? Da oben. Brav, brav, Knubbis, brav. Nope. Okay, ich glaube, da hätte ich irgendwas gegen machen sollen. Okay, was jetzt, mein Freund? Was jetzt? Au. Ich habe keine Punkte mehr übrig, die ich angreifen könnte bei ihm. Das irritiert mich gerade so hart. Oh! Können Sie doch nicht einfach rumlasern? Alter, da kann ins Auge gehen, weißt du das nicht? Attacke, Knubbis. Oh je. So. Können ihm immer noch keinen Schaden auf herkömmliche Art zufügen. Dann lasert er wieder. Ausgewichen. So. Da oben. Und jetzt reinigen wir dich, mein Freund. So. Oh je, TMC, das klingt wirklich nicht so gut. Hallo Knubbis, willkommen zurück. Knub, 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 knub. Jetzt hör auf zu behaupten, die wahre Form der Knubbis wäre bösartig. Haltung annehmen, jawohl, was am Arsch, jawohl. Speichern nicht vergessen, ist auch ein sehr guter Punkt. Sehr guter Plan. Und Lob für die gute Fee. Oh, das einmal alles bitte ist immer noch leise. Stimmt. Das steht noch auf meiner To-Do-Liste.
Wie war das? Dieses Jahr nämlich zur Adventszeit keine Pakete für die Nachbarn mehr an. Letztes Mal war nur Schrott drin. Wow. Der war fies, Rigmu, der war fies. Our ancestors trusted in the power of the mountain shrine. Its waters nurtured our village, gave us life, strengthened our connection to the spirit realm. I could not understand why it would betray us. Our home was crumbling. And the people looked to me for answers. I failed them. And could only watch as life drained from the village. We should do nothing? You should take action. The creature is connected to the balance of the land. Its presence, the famine, they are part of a natural cycle. The land needs time to heal. We must cross the mountains. It's time to look for a new home. Your faith in the old ways has blinded you. Lead our people, and they will follow you. Zajiro, you have the power to stop this. We should drive it out. Down the staff, Toshi. I will end this suffering. Why are you punishing us? Must die. Why? Tell me. Don't turn your back on me. Listen to me. Is it?
that you once told me. Change was an essential part of life. He understood the Rot God's purpose. Fear drove my actions, and I destroyed something beautiful. If I had just listened to Zajiro, how Fish would he have been saved? I'm sorry, Toshi. We're not meant to suffer such pain. Grief is natural, but it can imprison us, change who we are. Your torment has lasted long enough. Nothing will change what happened here. You must forgive yourself so the land can heal. Come, Toshi. Our time here is over. Der letzte Spirit, dem wir helfen müssen. Ich wette mit euch, dass es der Rot-Gott, also der Knubbi-Gott ist. Und außerdem von der Art, wie sein Moos auf seinem Rücken wuchs, wette ich mit euch, dass der kleine Knubbi auf unserer Schulter mit dem Mini-Hörnchen und dem Moos auf dem Rücken der wiedergeborene Knubbi-Gott ist. Deswegen bin ich mal gespannt, was passiert, wenn wir jetzt da nach vorne gehen. Ich glaube tatsächlich, dass unser Knubbi hier auf meiner Schulter der Knubbi-Gott selbst ist. Also entweder das, was von ihm übrig ist, oder seine Wiedergeburt. Goodbye, little friend. Ich wusste es. Thank you.
Das Ende doch etwas anders, als ich erwartet habe. Dafür, dass wir ursprünglich ausgezogen sind, weil wir, naja, ein egoistisches Kind waren und unseren Vater wiedersehen wollten im Reich der Toten. Mittlerweile hat sich Kenna, glaube ich, damit abgefunden, dass sie ihn nicht wiedersehen wird. Oh, hat mir... Ich... Mir fehlen gerade ein bisschen die Worte. Es war wunderschön. Es war wirklich... Stellenweise waren die Bossfights echt schwer, wobei jetzt, wo ich den Endboss gemacht habe, der Knubbigott, der war am Anfang unfassbar schwer, bis ich herausgefunden habe, wie er funktioniert. Deswegen bin ich jetzt tatsächlich unsicher, ob ich mich bei den anderen Bossen nicht einfach nur dumm angestellt habe. Aber es war sehr, sehr gut, dass ich nicht in meinem Salty-Modus weitergespielt habe, sondern dass wir das nochmal verschoben haben. Mehr Knubbis! Ich habe zu Beginn absolut nicht damit gerechnet, dass der Knubbi auf unserer Schulter der Gott der Knubbis ist. Beziehungsweise eigentlich hat er sich ja mit allen Knubbis verbunden. Und ja, war ein schönes Spiel. Es hat sich ein bisschen, abgesehen von den teilweise schweren Kämpfen, hat es sich sehr angefühlt wie ein wie ein Pixar-Film. Ich glaube, das trifft es am besten. Oh. Tut mir leid, mir fehlen gerade ein bisschen die Worte. Ich weiß gerade nicht genau, was ich sagen soll. Es war ein wunderschönes Spiel. Es hat sich total gelohnt, sich das zu holen. Und wenn es nur zum Rumlaufen und Angucken ist. Wir könnten jetzt natürlich noch rumlaufen und versuchen, alle Knubbis auf der ganzen Welt zu finden. Aber ich sag's euch, wie es ist. Das ist nicht unbedingt mein Typ Spiel. Also, das ist nicht das, was ich tue in Spielen. So, ich genieße die Story. Ich muss jetzt nicht unbedingt 100% Runs haben. Wenn jemand anderes das machen möchte, gönnt euch gerne das Spiel, weil es lohnt sich über alle Maßen. Alleine nur fürs Rumlaufen und Welt angucken. Alleine das kannst du ja schon stundenlang machen in Kena. Wir haben jetzt, lass mal überlegen, ich glaube etwa 20 Stunden gespielt. Also ist jetzt auch nicht so, als wäre das ein super kurzes Spiel. Ich hoffe, wir können noch viele schöne weitere Spiele von Ember Lab erleben. Potenziell kann man Kena ja jetzt auf jede andere beliebige Welt schicken und also in jedes andere beliebige Biom und kann sie da noch mehr Abenteuer erleben lassen. Wir können hoffentlich in der Zukunft noch weitere Spiele von Ember Lab erleben. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wie gesagt, ich bin gerade ein bisschen lost, was ich euch groß erzählen soll. Die nächste Frage wird natürlich, was machen wir als nächstes? Tedlock hat es eben schon gefragt, was machst du jetzt noch die nächsten 2,5 Stunden? Das ist eine ausgezeichnete Frage, Tedlock.